Masken allein werden sie nicht vor Covid-19 schützen. Wir erhielten sofort Anweisungen vom Vatikan in Rom für Verhaltensmaßnahmen. Die Maske sollte stets in Verbindung mit den Abstands- und Hygieneregelungen verwendet werden. Die Maske war zunächst umstritten. Die Weltgesundheitsorganisation hier in Genf hegt keine Zweifel an der Nützlichkeit von Masken während der Covid-19-Krise. In diesem 13. und letzten Viruswache-Bericht konzentrieren wir uns auf den Heiligen Stuhl und auf die Maske. Ich kann nicht deutlich genug sagen, dass Masken allein sie nicht vor Covid-19 schützen werden. Masken sind kein Ersatz für Abstandregelungen, Handhygiene und andere Maßnahmen für die öffentliche Gesundheit. Monsignore Robert Vitello ist Mitglied der Delegation des Heiligen Stuhls in Genf. Er ist auch Autor einer Reihe von Publikationen zu HIV/AIDS und globaler Gesundheit. Für Monsignore Vitello ist das Thema Masken und Gerüchte über deren Lebensgefährlichkeit nichts Neues. In Bezug auf die Gerüchte, die umhergehen, dass die Verwendung der Maske dazu führen könnte, dass Menschen zu viel Kohlendioxid einatmen, was die Gesundheit gefährden würde. Die wissenschaftlichen Beweise, die ich gelesen habe, deuten überhaupt nicht darauf hin, dass eine Kohlendioxidvergiftung stattfindet, weil vielen Geweben im Körper der Sauerstoff fehlt. Fakt ist, dass die Masken sowohl für medizinisches Personal als auch für die Öffentlichkeit keine Vergiftung oder Sauerstoffmangel verursachen. Auf der Grundlage ihrer Forschung empfiehlt die Gesundheitsorganisation dringend sogenannte nichtmedizinische Masken, die aus 3 Schichten bestehen. Die Fakten unserer Forschungsergebnisse sind, dass Masken aus dem Gewebematerial und mit 3 Schichten in Kombination tatsächlich eine mechanische Barriere bilden, die, wenn jemand mit Covid-19 infiziert sein sollte, verhindern kann, dass die Speicheltröpfchen hindurchgehen und jemand anderen anstecken. Am Anfang war es irgendwie, wissen Sie, das Tragen der Maske in Europa irgendwie ein Zeichen des Unbehagens. Sie wurde damals nicht sofort akzeptiert, auch deshalb, weil eine Diskussion über deren Nützlichkeit begann. Jedoch letztendlich wurde sie allgemein akzeptiert und man verstand, dass Masken notwendig sind. Was uns hier in der Mission angeht, so haben wir immer außerhalb unseres Grundstücks Masken getragen. In einem Genfer Vorort befindet sich die Mission des Heiligen Stuhls. Das idyllische Dorf Chambéry ist in diesem Jahr seit 50 Jahren die Heimat des Außenpostens. Als im März die Pandemie Covid-19 ausbrach, gab der Vatikan seinen Diplomaten sofort Anweisungen für Schutzmaßnahmen. Sicherlich hatte der Ausbruch der Pandemie alle Botschaften in Genf betroffen, nicht nur den Heiligen Stuhl. In unseren Gebäuden und Räumlichkeiten arbeiten und wohnen wir. Und das hat unser Leben etwas verkompliziert, denn die Menschen, die hier ein- und ausgehen, haben nicht nur mit den Vereinten Nationen zu tun, sondern es sind auch unsere Mitarbeiter und Besucher und Hilfspersonal. Wir mussten also sofort Verhaltensmaßnahmen ergreifen. Wir haben den Zugang zur Mission sofort eingeschränkt, vor allem auch unter Rücksichtnahme auf einige unserer älteren Mitarbeiter. Es verlangte von uns eine Umstellung und Anpassung. Doch Gott sei Dank ist das nun hinter uns und wir konnten auch viel daraus lernen. So zum Beispiel, dass wir viele Dinge mit weniger Mitteln effizienter erledigen können. Ich denke, das ist eine positive Seite, die wir der Krise abgewinnen konnten. Was die Teilnahme bei den Vereinten Nationen in Genf anbelangt, so hängen Gegenwart und Zukunft sehr stark von den Richtlinien der Schweizer Regierung und des UNO-Systems selbst ab. Wir gehen jetzt einen neuen Weg, der wahrscheinlich sehr anders aussehen wird als bisher. Sicherlich wird unsere Beteiligung anstelle von persönlichen Erscheinen zunächst in Form von Internet-Videokonferenzen sein. Die Delegationen werden wahrscheinlich unterschiedlich behandelt, also wir als Beobachterstaat und die nichtstaatlichen Organisationen oder öffentlichen Vereinigungen.
Wir sind lernbedürftig, natürlich bereit, neue Wege zu gehen und in der anstehenden Sommerperiode fortzufahren. Apropos fortfahren, ab nächster Woche fahren wir mit unseren Berichten über die Arbeit des Heiligen Stuhls und anderer Organisationen bei der UNO Genf im UN-Block über EWTN Deutschland, CNA Deutsch und EWTNs Vaticano fort.